Es fängt in einer Kneipe in London an, aber natürlich gelangt der Spieler als Nathan Drake in Uncharted 3 ebenso wie in den Vorgängern wieder in Abenteuer auf dem ganzen Globus. Er stolpert durch alte U-Bahn-Tunnel unter der britischen Hauptstadt, kraxelt durch eine Schlossruine in Frankreich, ist in Syrien unterwegs und muss in der Wüste und an Bord eines riesigen Schiffs um sein Überleben kämpfen. Dabei geht es um ein Artefakt, das von einem angeblichen Vorfahren von Nathan Drake stammt. Vom legendären Seefahrer Sir Francis Drake. Drakes Geheimnis wird enthüllt. In Uncharted 3 trifft Nathan wieder einige alte Bekannte, allen voran seinen Mentor Victor Sullivan. Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Aber er hat es auch mit einigen neuen Freunden zu tun. Und mit einer mysteriösen Dame, die nur auf den allerersten Blick einen sympathischen Eindruck macht. Sich dann aber als ein richtiges Ekelpaket entpuppt. Neben der Kampagne gibt es noch einen Koop und einen Multiplayer-Modus. Spielerisch geht es um die 3K. Kämpfen mit Fäusten und Waffen. Klettern an Wänden und in Höhlen. Und knobeln, nämlich bei allerhand altertümlichen Geheimnissen. Echt raffiniert. Ja. Insbesondere die Kletterpartien sind etwas umfangreicher und machen viel Spaß. Die Grafik macht wie in den Vorgängern einen erstklassigen Eindruck. Gar nicht mal so sehr wegen aufwendiger Effekte, sondern wegen der perfekten Schnitte, tollen Animationen und Zwischensequenzen. So nah an Filmqualität kommt sonst kein anderes Spiel. Schnappt ihn! Mit Uncharted 3 hat das Entwicklerstudio Naughty Dog erneut ein Abenteuer erster Güteklasse produziert. Die Story ist spannend erzählt, wie in kaum einem anderen Spiel, die Dialoge sind geschliffen und die Zwischensequenzen einfach klasse. Auch das eigentliche Spiel macht Spaß, insbesondere die Kletterpartien. In den Nahkämpfen ist allerdings zu oft nur simples Knöpfchendrücken gefragt und die Feuergefechte sind wegen der schwachen KI auch etwas zu wenig herausfordernd. Trotzdem, wer einfach nur tolle Unterhaltung sucht, kommt als PS3-Besitzer um Uncharted 3 nicht herum.